Hallo Fahrradfreunde, heute möchte ich euch ein brandneues E-Bike vorstellen und zwar das 2022er Cube Newride Pro Hybrid 625. Ihr kennt ja vielleicht schon jetzt die inzwischen, eigentlich kann man ja fast schon sagen, etablierte Newride Serie von Cube. Es sind im Prinzip so Hybrid-Varianten von sportlichen Mountainbikes, die es dann zum Teil auch mit tiefem Einstieg gibt. Aber Sinn und Zweck der Sache ist halt einfach wirklich ein sehr flexibles, sportliches Rad zu schaffen, wo der Komfort am Ende nicht vernachlässigt wird. Und genau das ist halt eigentlich so ein bisschen das, was Cube jetzt auch mit dem Newride Pro 625, was jetzt hier vor uns steht, versucht hat umzusetzen. Also ihr seht, vom Rahmen her ist das Ganze schon eher auf Sportrad ausgerichtet, auf EMTB ausgerichtet. Man hat durch die aufrechtere Sitzposition hat natürlich dann auch einen entsprechend komfortableren, breiteren Sattel mit mehr Polsterung. Ja, also je aufrechter ihr sitzt, desto breiter sollte der Sattel sein. Hat Cube hier berücksichtigt, also ein komfortabler Nuance-Sattel aus der Cube-eigenen Serie mit verbaut, ebenso wie Lenkervorbau auch. Komfortable ergonomische Griffe sind mit dran, also wirklich, da ist auch an den Komfort gedacht. Aber das geht noch weiter, der Komfort setzt sich halt vor allem auch über die Bereifung fort. Also ihr habt hier 57er Schwalbe G1 Allroad verbaut. Das ist ein sehr, wie gesagt, mit 57 mm Breite schon sehr breiter Reifen, hohes Volumen, dadurch viel Komfort am Rad und von der Ausfertigung her mit so kleinen Noppen halt auch wirklich so ein Allterrain-Reifen, der sich auf der Straße ganz gut abrollt, aber auch im Gelände dann oder auf unbefestigten Wegen entsprechend Grip bietet. Also wirklich sehr flexibel vom Einsatzbereich her und sehr komfortabel ausgefertigt. Was hat es noch? Natürlich hat das Cube Newride Pro auch ein E-Bike-System und wie Cube das ja seit einigen Jahren jetzt eben macht, auch von Bosch. Jetzt habt ihr hier in der neuesten Generation oder in der Generation 4 mit neuesten Überarbeitungen den Bosch CX-Motor verbaut. Das ist halt auch wieder ein sportlicher Motor aus der Mountainbike oder eben MTB-Kategorie von Bosch. Der Bosch CX bringt 85 Newtonmeter Drehmoment inzwischen auf die Kurbel und das Ganze eben mit 250 Watt Leistung. Da hat sich eigentlich auch nicht erstmal geändert. Das Rad wird dementsprechend auch bis 25 km/h unterstützen und ist ein klassisches E-Bike-System, so wie man es kennt, halt nur jetzt nochmal mit extra mehr Drehmoment. Und ihr habt halt durch dieses hohe Drehmoment geht das Rad halt wirklich nach vorne wie eine Rakete. Da kommt natürlich dann auch zusätzlich noch der große Akku ins Spiel. Ne? Ihr habt viel Leistung und wenn ihr hohe Reichweiten erzielen wollt, eben auch mit den entsprechend und hoch unterstützenden Modi habt ihr jetzt hier einen 625 Wattstunden Powertube Akku verbaut. Inzwischen ist es so, für 2022 hat Bosch noch nächstgrößere Akkus mit 725 Wattstunden vorgestellt. Einfach mehr Zellen, aber die Bauweise ist eigentlich gleich. Ihr seht es ganz schön im Unterrohr integriert, befindet sich der Powertube Akku mit 625 Wattstunden dann eben auch einer sehr hohen Reichweite. Was fehlt noch beim E-Bike-System? Motor haben wir, Akku haben wir, fehlt natürlich noch das Display. Hier bei dem Newride Pro ist es so, dass Cube erstmal auf das Bosch Purion Display zurückgegriffen hat. Das ist das kleine Display, was ihr hier links am Lenker seht. Da habt ihr im Prinzip alle nötigen Fahrdaten auf einen Blick und habt auch ohne die Hand vom Lenker nehmen zu müssen alle Möglichkeiten, da die Fahrmodi zu wechseln und die nötigen Einstellungen vorzunehmen. Ihr könnt natürlich auch die Reichweite ablesen und das Licht ein- und ausschalten beispielsweise. Genau, also E-Bike-System bestehend aus Purion Display, 625 Wattstunden Akku und starken Bosch CX Motor. Die restliche Ausstattung, schauen wir noch mal genauer auf die Komponenten, die Cube hier spendiert hat. Natürlich auch eine 100 mm Federgabel. Das ist ja eigentlich jetzt auch, wenn man so in Richtung Sportrad EMTB geht, wo es sich ja so ein bisschen anlädt, ist es ja auch Standard. Ist hier eine Santur NVX30 mit 100 mm Federweg. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, die Federvorspannung einzustellen. Ist aber insgesamt erstmal noch so eine Einstiegsfedergabel. Es ist jetzt beispielsweise noch nicht möglich, die Gabel komplett zu blockieren. Sie ist auch noch im Vergleich zu anderen Gabeln verhältnismäßig schwer, aber das ist, glaube ich, dadurch, dass man ja einen Motor hat, erstmal zu verkraften. Was gibt es noch? Natürlich gibt es auch eine Kettenschaltung, eine sportliche Diore 10-fach Kettenschaltung. Die Shimano Diore ist so die erste sportliche
präzise Kettenschaltung, die auch wirklich richtig Spaß macht, im Gelände auch zu nutzen. Sie hat ja diesen Klatsch, da könnt ihr den Kettenschlag minimieren. Das ist natürlich bei Einfachantrieben immer sinnvoll, die ihr ja vorne habt. Und hinten mit dem 10-fach Ritzelpaket von 11 bis 48 Ritzeln dann auch eine Bandbreite, die wirklich für jede Eventualität ausreicht an Gängen, die euch zur Verfügung steht. Also von 11 im kleinsten Ritzel bis 48 zum größten Ritzel hoch. Schaltvorgänge sind immer präzise, dadurch, dass ihr das Ganze auch von dem Shimano Rapid Fire Schalthebel ansteuern könnt. Auch wenn es mal ein bisschen wilder zugeht, wie gesagt, im Gelände ist so eine Diore schon immer auch präzise. Zum Stehen bekommt ihr das Rad mit einer Shimano MT200 hydraulischen Scheibenbremsanlage. Die MT200 ist eine, ich sag mal, Einstiegsbremsanlage von Shimano, die eigentlich oft an so Trekking- oder Einstiegs-MTBs verbaut wird. Hat hier natürlich jetzt aber den großen Vorteil, dass sie schon mit vorne und hinten 180 mm Scheibenbremsen kommt, also dementsprechend auch das Gewicht des Rades dann zuverlässig zum Stehen bekommt, vor allem auch bei Nässe. Und mit der Hydraulikbremsanlage habt ihr natürlich auch nie großartige Probleme, dass man irgendwie nachstellen müsst oder so. Das macht die Anlage alles für euch schon automatisch, kann man sagen. Kleines Highlight noch, bei der New Ride Serie von Cube bekommt ihr natürlich auch eine alltagstaugliche Ausstattung dazu. Ihr seht hier die Asset-Schutzbleche, 65 mm breit, schön breit. Da könnt ihr das Rad auch problemlos als Commuter nutzen und integriert hier ganz schön ein LED-Rücklicht. Und vorne habt ihr dann noch die kleine Cube 50 Lux Lampe. Stichwort Einsatzzweck, wem würde ich das Rad empfehlen? Also eigentlich kann man es jedem empfehlen, der eigentlich so auf der Suche ist nach einem sportlichen, aber trotzdem alltagstauglichen MTB, möchte ich fast sagen, weil es halt durch die Bereifung, durch den hohen Komfort am Rad wirklich für alle Eventualitäten geeignet ist. Man kann damit Touren fahren, man kann damit pendeln. Ihr seht es ja mit den Schutzblechen, alles dran. Macht ihr noch einen Gepäckträger dran, kriegt ihr eure Taschen dran, ist auch alles schon vorbereitet. Allerdings ist es jetzt, was die Extreme aus beiden Richtungen ja betrifft, also auf der Straße gibt es natürlich schnellere Modelle oder leichtere, schnellere Modelle für den reinen Straßengebrauch oder aber auch fürs harte Gelände. Da kann man sich immer noch überlegen, ob man ein richtiges E-MTB Fully oder so nimmt. Aber wer eigentlich auf seinen täglichen Wegen oder auch am Wochenende so alles mitnehmen will, alles moderat mitnehmen will, der ist eigentlich mit seinem Cube New Ride wirklich gut beraten. Und das Tolle ist, wie gesagt, es gibt es halt in verschiedenen Rahmenformen auch und das gerade vielleicht auch für viele ist der Tiefeinsteiger interessant, den wir schon vom letzten Jahr nochmal vorgestellt haben. Also New Ride als Tiefeinsteiger mit der Ausstattung, mit dem kraftvollen Motor und der Zusatzausstattung ist eine ganz tolle Alternative für alle, die wirklich sportlich, aber komfortabel unterwegs sein sollen und wirklich mit wechselnden Untergründen und flexibel sich die Wege gestalten wollen und jetzt auch sich mal überraschen lassen wollen und nicht gleich irgendwie beim nächsten Feldweg gleich umdrehen, weil sie denken, das ist nichts. Kleiner Tipp noch, um sogar noch ein bisschen mehr Komfort ans Rad zu bekommen, könnte man noch überlegen, eine gefederte Sattelstütze nachzurüsten. Das ist vielleicht auch bei dem Rad ganz sinnvoll, weil es halt dann wirklich sehr, sehr komfortabel ist am Ende. Für einen Preis von derzeit 2.899 Euro ist es auch preis-leistungstechnisch dafür, dass es schon ein sehr hochwertiges E-Bike-System bietet. Es ist eigentlich auch wirklich eine Empfehlung von uns. Bosch CX mit 625 Wattstunden Powertube Akku, das war in der Saison 2021 noch State of the Art. Das kriegt ihr jetzt hier für einen Preis von 2.899 Euro mit einer sportlichen Ausstattung. Also da gibt es eigentlich auch nichts zu meckern. Meine Empfehlung, kommt vorbei. Wir haben sie jetzt da, die neuen 2022er Modelle, die ersten Cubes, kommen rein. Schaut bei uns in den Filialen vorbei, setzt euch mal drauf, fahrt mal eine Runde, holt euch einen eigenen Eindruck und lasst euch von unseren Lucky Guides beraten. Die sind natürlich auch immer für euch da, um euch da noch ein paar Tipps und Tricks und Hinweise über unsere und um unsere Räder zu geben. Wir freuen uns zusammen mit euch auf die neue Saison. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald und ciao. Ach so, nicht vergessen, ihr könnt auch gerne liken, abonnieren und kommentieren. Ja, da freuen wir uns auch immer drüber. Bis bald. Ciao.